Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Battlefield 4 Let's Play mit mir, TheGhost.at und meinem Kollegen XBenning.at. Halli und hallo! Heute spielen wir eine kleine feine Runde Conquest auf der Map Silk Road vom ersten DLC China Rising. Diese Map bietet viele interessante Features wie Wüste, Felsen, Wüste, Felsen, habe ich schon mal Wüste erwähnt? Ah ja, Wüste, genau. Sand natürlich, ja. Also hier ist man in einem Fahrzeug gut unterwegs. Ich werde gleich mal das LV hier schnappen und Expanding folgen. Also das ist hauptsächlich eine Fahrzeugmap. Natürlich gibt es auch Hubschrauber, natürlich aber nur die kleinen Z11W bzw. Little Bird Hubschrauber und Jets. Was ist hier? Sehr lästig sein. Die natürlich sehr lästig sein können. Was es hier auf dieser China Rising Map natürlich auch gibt, ist der Bomber. Der befindet sich beim Flaggenpunkt Delta. Vielleicht kann ich euch das heute auch mal zeigen, wie das mit dem Bomber so aussieht. Dazu müssen wir aber zunächst mal den Flaggenpunkt Delta einnehmen. Mit einem kleinen gepanzerten Kampfverband werden wir das ja relativ zügig erledigen können. Ich muss halt auch mal was treffen. Benning hat natürlich das bessere Gefährt dafür, der fährt einfach mal vor. Oh. Naja, aber ich hab irgendwie Ladehemmungen, so wie es aussieht. So, ich werde jetzt mal da mein Fahrzeug verlassen, weil ich komme irgendwie von der Seite ziemlich Schaden rein. Munition. So, hier vorne seht ihr, habt ihr schon das Symbol kurz aufblinken gesehen, das ist das Symbol des Bombers. Ich muss hier dazu lesen. Kommando, Trailer rein, um den Bomber fernzusteuern. Naja, das lassen wir das jetzt mal Nebensache sein und versuchen mal hier das Teamplay abzuliefern. Eventuell auch mal wieder einen Sieg einzuholen. Ja, Charlie Brown hat uns jetzt beide schön erledigt. Dolly Brown. Ich werde jetzt einfach mal den kurzen Weg wählen mit dem Wertbike. Dirt. Auf Delta. Mit einem schönen Ja, natürlich killt in Action, wenn man so mit voller Wucht gegen den Container prallt, explodiert natürlich das Wertbike. Kennt der hier? Doch, bist du auch gestorben? Ja, natürlich bin ich gestorben. Mit voller Wucht gegen den Container. Vielleicht sollten wir es diesmal mitten in der Luft aussteigen oder absteigen, besser gesagt. Ja, das habe ich gemacht, aber dann bin ich trotzdem in den Container geflogen. Ah, das ist der richtige Platz. Ja, Feinde überall. Scharfschützen. Jemand schießt auf mich. Keine Ahnung von wo. Den war's ich gerade. Erwischt haben. Okay, das ist ein Scharfschütze da hinten. Habe ich markiert. Naja, wenigstens. Abstauber. Es ist Counter Skill. Ja, es war kein Abstauber, ich war ja tot. Rechts weiter ist noch einer. Rechts weiter ist noch ein Feind. Mit Blick auf den Bomber. So, ich werde euch jetzt versuchen, den Bomber zu zeigen. Falls ich nicht erledigt werde. So, man muss einmal einsteigen in diesem Command Center. Und da seht ihr schon den Bomber, wie er am Rand der Karte angeflogen kommt. Am Anfang sieht man natürlich recht wenig. Man hat hier, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, 4 JDAMs. Man kann hier am Boden ein Target markieren. Die Raketen kommen dann, wie ihr seht, angeflogen und. Treffer, leider kein Kill, aber der Panzer steht natürlich auch länger hier, nur ist meine Reichweite doch eher begrenzt. Jetzt werde ich hier versuchen, bei Delta ein wenig lästig zu sein. Ist jetzt auch nicht unbedingt hilfreich. Hallo. Aber grundsätzlich so 2x4 Bomben schafft man mit dem Bomber in einem Überflug abzuwerfen.
Schaden der Bombe, einer Bombe ist auch so in etwa mit einem RPG gleichzusetzen. Oh, oh, oh. Was ist denn hier los? Alles ist ja Hölle gerade. Das hat man doch, wenn man als Infanteriesoldat auf einer Fahrzeug mit Brumm läuft. Ja, Expanding macht sich schon wieder Freunde, wie ich sehe. So, ich hole mir jetzt gleich mal etwas gepanzerte Verstärkung. Eine schöne kleine LED. Ja, wie man hier sieht, wie von Expanding vorhin schon angesprochen, die Hubschrauber werden sehr lästig mit der Zeit. Gibt es natürlich die Möglichkeit, ich könnte das Pionier Stinger mitnehmen. Bin ja natürlich den Panzern und LEDs hilflos ausgesetzt. Oder ich steig selber in den Chat. Oder aber das will ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Oh, oh, oh. Gut bleiben, Jungs, gut bleiben. Da steht ein Panzer mit mir. Ja, ich werde hier gleich mal aussteigen. Das feindliche Personal auch mal zu Fuß erledigen. Naja, wenn keiner den Bomber nimmt, dann nehme ich ihn nochmal. Sorry. Das nächste Mal. So, jetzt müssen wir halt irgendwo stationäre Ziele finden, die sich nicht unbedingt gerade bewegen. Wie dieses LV hier bei Charlie. Jetzt bin ich natürlich weit weg mit der Bombenmarkierung, sodass möglicherweise keine einzige Bombe trifft. Na doch, doch, und... Ja, sehr schön. Es war zwar nicht das LEV, das ich markiert hatte, aber immerhin etwas. So. Heute läuft's mit dem Bomber. Da kann ich mich gar nicht beschweren. Wie lange dauert das jetzt, bis der wieder kommt? Weißt du das? Müsste schätzen, ich schätze so 30 Sekunden bis eine Minute. Dann geht die Tür wieder auf, oder? Ja, dann kommt man wieder rein. Ich glaube, jetzt haben wir die feindliche Bedrohung bei Delta auch schön langsam beseitigt. Sie zurückdrängen können bis zu ihrem Golf. Schutzpunkt. Ich werde mal versuchen, zu Golf hochzukommen, eventuell hier auch ein wenig lästig sein. Leider hat mich das LEV erwischt. Ich habe auch selber Schuld. Was gehe ich denn auch so auf Tuchfühlung mit dem Gerät? Bonn mal bei E und mach den Panzer bei E weg, wenn du... Echo, ein guter Plan. Und erster Schuss daneben. Zweiter Schuss, Treffer. So, dritter Schuss zerstört. Elegant, elegant. Na doch, Motorrad. I spotted an enemy tank west of your location. Hey, we're gonna hook it up, next! So,
So, wohin das hier? Was ich sehe, der Delta wird jetzt gleich mal Panzer, ja. Muss begrüßen. Okay, hat sich auch schon erledigt. Soldat versteckt. Warte, lass mich mit der Granate bitte. Danke. Ja. So, so, jetzt haben wir Golf auch geholt. Dadurch natürlich aber. Danke für die Muni. Fox wird verloren. Aber einen Punkt kann man den Gegner schon lassen. Sonst wäre es doch zu traurig. Versuchen wir es mal. Nein, versuchen wir nicht. Also mitten in der Wüste über eine Mine fahren, also. Das ist, ja, das ist doch hier. Derjenige hat den Kill verdient. Ja, allerdings. Ja, böse. Mark. Ist ganz, ganz selten, ne? So, jetzt haben wir wieder meinen Crazy Ahmed hier. Ich bin jetzt einfach mal so frei und nehme mal den langen Fußmarsch auf mich. Es muss doch nicht immer das Dirtbag sein oder ein Panzer. Man kann auch mal etwas zu Fuß gehen. Soll ja gesund sein. Können sich dahinter jeden Felsen verstecken. Nicht wie hier. So, Bomber wäre frei, wenn du willst. Ne. So, dann nehme ich hier mal den Bomber. Ist ja heute gerade dementsprechend gut mit dem Bomber läuft. Muss ich natürlich das auch mal ausnutzen. Wäre halt auch gut wissen, wo sich die Feinde gerade befinden. LV auf Alpha, ich hoffe, das ist jetzt. Nein, es bewegt sich. Ei, ist das lästig. Okay, das hat sich erübrigt. Delta, was ist das?
Roger. I spotted enemy LAV. Oh weh, die Bomben waren leider zu kurz. Mach nicht mal. So, jetzt sollte ich mal Charlie wieder zurückholen. Wohin fährt denn der? Ist er fast. Ah. Ah, ist okay. Ist auch okay. Killstealer, ne? Ja, aber nicht ich. Okay. Hat aber danach ausgesehen. Ich will in den Bomber. Ich will in den Bomber. Einmal dürft er noch kommen. Bevor die Runde doch endgültig zu Ende ist. Ja. Mach den Bomber-Tanz. Mach den Bomber-Tanz. Mama! Was ist das für eine 10-Kill-Streak? Wow! Ist mir halt aufgefallen, dass ich da gerade so wild abräume. Guck mal her, bitte. Bomber, nimm den Bomber! Guck mal her. Was denn? Ja! Wow, Feinde! Da. Nicht mit mir, ja, nicht mit mir. Ja, das ist das Problem, wenn nichts markiert ist, du bist doch auf das eigene Team angewiesen. Wenn keiner markiert, dann ist das natürlich schlecht. Dann muss man sich die Ziele mehr oder weniger selber suchen. Mobilitätskill. Aber jetzt ist er weg. Jawohl. Sehr schöne, sehr schöne Runde. Ist halt echt eine riesige Map, also da muss man sich die Gegner schon aktiv suchen oder von den Gegnern aktiv gesucht werden. Also gerade ein 32er Server ist jedoch etwas zu wenig. Komm, stell dich um als Abschluss. Wohin? Nur weil du eine spektakuläre Explosion sehen willst. Kommt aber ein LEV. Ja, jetzt an. Na, ja. Au weh, au weh. Du hattest die most knife kills. Ich hatte die most kills. Kills. Ja? Maybe Camper? Ja, natürlich nicht, wie man im Video sieht. Ja, das war eine schöne Runde, teilweise unspektakulär, einige gute Szenen waren auch dabei. Mir hat das auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.